Ja, dein Neffe ist halt einfach doof. Hä, der ist voll lieb, aber er weint, aber er nicht hier rein darf. Das finde ich voll traurig. Oh. Ja, das ist Könnt auch echt. in die Aufnahme. Ne, weiß Das nicht. könnte man nicht machen, also. Das wäre ein bisschen zu Das viel. geht nicht. Ja, es tut mir echt leid für meinen Neffen, aber geht gerade nicht anders. Heim und geh Holz sammeln. Geh alleine Holz sammeln. Nee, ich baue ja schon. Guck dir jetzt zu beim Bauen. Ja, da musst du mir aber Holz besorgen, sonst kann ich nicht weiterbauen. Ja, aber du kannst ja gerade noch. Ich tschuld. Wer du? Ne, du. Du recht. Warum baust du eigentlich da noch Wände hin? Voll unnötig. Nee, sonst fällt man ja runter. Scheiß drauf. Bevor sein Thomas nur noch ordentlich runtergefallen. Nee, überhaupt nicht. Nur runtergesprungen. Aber war schon Bauwerk, was der da hingebaut hat. Ja, das war echt mega. Ich kann einen Screenshot davon jetzt gerade vielleicht mal einblenden. Hast du ihn gemacht? Ja, ich habe, als der Server von den gewissen super tollen Admin noch online war, habe ich einen Screenshot davon gemacht. Kannst du sowas noch machen, ey? Ja, geht gar nicht, ne? Der Server ist noch online, aber er wurde eben wieder gewiped. Wieder Ja, das mal. ist so unnötig. Der Vor allem der über inkompetenteste Admin. Nee, wie schaut das aus? inkompetenteste Inkompetenz. Ente. Ja, genau. Irgendwie so. Ich sag ja Intelligenz von Einstein. Ja, Einstein ist schlauer. Und Spaß, meine Tür hat jetzt schon 3-4 Mal geklingelt, aber der Postbote war nicht einmal dabei. Wer ist gerade im Hi Dorf von Ron. euch? Ja. Sag mir Pillars. Ich will aber wissen, wer gerade im Dorf von euch ist. Keiner. Lucky? Ja, wer wohl sonst? Ja, ich erschieß dich sonst. Keine Sau auf dem Server, du Held. Oh, stimmt. Oh. Ja, wir sind tatsächlich alleine. Ey, wenn Dummheit knallen würde, wäre bei dir das ganze Silvester, Alter. Lach nicht, ist so. Weißt du, statt dass wir an unserem eigenen Haus weiterbauen? Nein. Wir bauen nur noch da die Hütte für dich. Wer ist denn da jetzt gejoint? Die Rustler alle vereint. Naja. Wer ist das? Pascal, du musst unbedingt die Aufnahme-Channels reparieren. Weißt du, mitten in der Aufnahme joint der größte Spaß hier rein. Hallo Pascal. Bin ich auf. Bin eh nicht auf. Natürlich. Doch. Glaubst du uns nicht? Der glaubt uns das nicht. Das kannst du mir aber glauben. Der ist neidisch auf uns, weißt du? Ja. Er mit seinen Lapp. Weil er mit ist für seinen Spiel nicht lappischen leisten kann. 250 Abonnenten. Du mit deinen 17, hä? 28, mein Freund. Au, oh, au, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, da muss ich wohl was verwechselt haben. Mit deinem Account vielleicht, ne? Hätte auch einfach hochgehen können, oder so, ne? In wo rein? In Besprechung, ne? Ja, oder irgendwo rein. Ja. Ja, und da hättest du trotzdem nachschauen können und hättest uns belästigt. Hätte daran nichts geändert. Na? Nein, ich habe einmal Gitterstäbe zu viel gemacht. Gönn ich dir. Egal, hallo. Hier sind 3 Bären, Alter. 3. Nur. Na, für jeden ein. Ja, ich bring die jetzt alle mit, würde ich sagen. Und dabei ja, werde ich wahrscheinlich drauf gehen. Ich bin jetzt auch wieder weg. Ja, ja. Gut, viel Spaß. Ciao. Jo, ciao. Das Nur war alle, die ihn nicht kennen, das war übrigens Pascal. Der Admin. Und der Kollege und Freund und Helfer. In der Not. Ich werde springen. Ich werde springen. Sieht ziemlich gruselig aus, wenn 3 Bären auf einen zulaufen.
Ja, so ach, die machen doch nichts, die wollen nur spielen. Ja, das ist so wie der Tyrant. Tyrant sagt doch auch, sagt deine Mutter auch immer zu deinem Vater. Ach, der Tyrant macht nichts, der Tyrant will nur spielen. Und dein Vater hat sich aber schon längst die Hose geschissen. Nein, geh weg, geh weg. Jetzt wirst du aber ein bisschen zu privat, oder nicht? Ja, schon. Bist du das, Klaas? Wer? Mach dir doch kalt, ey. Ja, ich wollte ja halt mitbringen. Juhu, Mittagessen ist gesichert. Geh halt nicht drauf, du Mistvieh. Ich sag ja, die sind so schlau wie ein Stein, die Bären. Die haben übrigens jetzt einigermaßen gepatcht. Ja, warum? Ja, weil die vorher weggelaufen sind. Ja. Geh jetzt mal hinten zu den Zombie-Viechern. Nein, das ist für eine kleine Zombie-Farm. Es dauert auch gar nicht lange mit der Pickaxe auf den Bären aufzuschlagen. Deswegen gibt mir auch die normale Axt. Aber die habe ich gerade nicht gecraftet. Hast du noch keine Headshot gemacht? Nein. Schäm dich. Ich musste dir mal das ganze Holz geben. Ja, und wegen 5 Holz oder was das braucht. Ja. Ach nee, bei mir klingelt, ich weiß nicht, was das ist, ich hab Angst. Ich verstehe den Postbote. Ja, der ist lange nehmen wir eigentlich schon auf, wollen wir mal eine Pause machen, weil ich hab Angst, wer das ist. Wieso Angst, wer das ist? Nee, keine Ahnung. Irgendwie sind meine Oma, die rennt dann wieder mit in der Aufnahme hier rein. Ja, dann werde ich das ganz schnell unterbrechen. Lederhosen. Voll die Zombie-Farm, ey. Ich hau immer noch auf den Bären drauf. Jawohl, ich kann jetzt große Kisten machen. Hab ich jetzt irgendwas vom Paket gehört? Paket? Fuck, leck mir die Kimme, ey. Wieso? Bist du draufgegangen? Nee, aber ich kam gerade so ein scheiß Wolf. Ich musste gerade nachladen. Da rennst du, ich so, ich denk so, ja, ich bleib stehen, knall ab und dann bams. Hör ich einfach nur dieses Geräusch von einer leeren Flinte. Apropos leeren Flinte, ich hab noch Munition für dich. Falls du brauchst. Ich muss ein paar Sachen aufräumen hier. Wo haben wir denn die Metal Fragments reingepackt? Teil und brech ab. Ab, ja. So, so hört sich das an, wenn mein Opa in die Aufnahme reinrennt, ne? Jo. Wisst ihr das auch mal? Lucky, du hast wirklich nichts anderes zu tun, als Flares auf mich zu werfen, oder? Nein. Warum? Es ist nicht viel passiert in der letzten Zeit. Ich habe hier zwei Truhen, beziehungsweise eine Truhe habe ich hingebaut und eine Truhe hat Lucky hingebaut und das war's. Und es liegen hier drei Flares und Klaas ist irgendwie im Dorf dran gelandet und das ist der Opa eingebrochen und dann werde ich von der teleportierenden Tür wieder nach hinten teleportiert. Das Holz oder das ist ein Bär? Nein, es ist Holz. Mir egal, bringt beides mit. Brauche eigentlich eine aktuell die M4 Muni? Aktuell nicht, aber ich will unbedingt wieder die Bolt Action Rifle haben. Ja. Also der Turm ist ja eigentlich schon voll hoch, ne? Ja, aber es sind immer noch viel zu viele Orts hier in der Umgebung. Die spawnen und joinen und so ja auch nach, ne? Es sind einfach nur drei Leute hier. Blam, Anflug! Juhu, Feuer! Irgendwo war ja noch Holz. Ah, da, okay.
Jungs? Ja. Dann machen wir eigentlich mal so eine kleine Aufnahmepause. Jetzt? Okay, gut. Ich laufe gerade mal zurück zum Dings, zum Haus. Ja, hast du Holz? Ja. Gut, vorher brauchst du nämlich nicht aufkreuzen. Es bringt dir nur so 5 Holz mit. Ne, ich hab ein volles Stack. Okay. Sollte für den Knast reichen. Nein. Mal sehen, wie lange. Craft mal ein bisschen Ding, ne? Jo, craft mal ein bisschen Ding. Och nee, das ist wieder der... Das ist voll der Scheiß. Mit diesem... wie heißt denn das? Mit diesen Metallsachen. Weil man muss immer erst... so verflixte... Low Quality Metal bauen. Holz wollt ihr haben? Ja. Und mach 81. So. Da liegt ein Häuschen auf der Straße. Und es ist sehr wenig Holz. Oh, da hat einer geschossen. Das warst du? Ja. Nee, ich weiß echt nicht. Achso, dann warst du Lucky. Ja, wer sonst? Wie einfach alle immer diese ekligen Dinger ausgelutscht sind wegen dem Glas, seinen komischen Metal-Dingern, ne? Was für ausgelutscht? Ausgelutscht. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Nicht jugendfrei, sagst du? Ja. So ungefähr. In dem Turm, wenn man so schnell einfach die Treppe hochrennt, muss man echt aufpassen. Dass man in so einem Fetzer hängen bleibt und aus Versehen rausläuft. Mir nämlich gerade fast passiert. So, Pillar. Ihr müsst unbedingt mehr Zombies töten. Ja, wie wär's, wenn du damit auch mal anfängst? Mach das schon die ganze Zeit. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Gar nicht hoch oder so. Oh Mann. Nein, das werde ich jetzt auf gar keinen Fall ausprobieren. Okay, gut. Ich abschalte mich für diese Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder in der dritten Folge, je nachdem, wie ich das zusammenschneiden werde. Tschüss.